E-Mail funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie das Hypertext Transfer Protocol. Hier geht es darum, Textdateien auszutauschen mit anderen als Nachrichten. Ja, Electronic Mail, elektronische Post. Und hier ist es genauso wie bei Webseiten auch. Es gibt also einen Header hier oben, ja. Dann gibt es einen Body, einen Anhang kann man noch drin haben. Ja, der kann auch jedes beliebige Format haben, PDF, Doc, JPEG, Excel. Wir schauen uns das nachher noch ein bisschen an. Ja. Und auch ein einzelner Pixel kann im Anhang von einer E-Mail sein. Und warum ist das so? Was ist die Funktion? Ja, also grundsätzlich war ursprünglich E-Mail gedacht als ein reiner Text, der miteinander geschickt wird. Irgendwann wurde gesagt, naja, wir wollen unsere E-Mails eigentlich gestalten, damit sie schön aussehen. Ja, also gerade bei Werbung ist das sehr wichtig, dass die ansprechend aussieht, dass sie den Blick fängt. Und deswegen wurde gesagt, na gut, dann lassen wir HTML-Elemente zu. Und dann wurden auch, wenn HTML-Elemente möglich sind, sind natürlich auch Bilder möglich. Das heißt, man kann E-Mails sehr schön gestalten. Dann wurde gesagt, naja, ich will aber nicht nur Text verschicken, ich will ja manchmal auch Dateien verschicken, PDF-Dateien, Doc-Dateien, JPEG-Dateien und manchmal auch ausführbare Dateien. Und da kommen wir langsam in eine Situation, wo es schwierig wird, ein System gegen eingehende Mails, die mit Schadcode versehen sind, abzusichern. Also einerseits gibt es die Möglichkeit, dass mir jemand einen Link schickt, der nach www.deutschebank.de aussieht, tatsächlich aber www.deutschebank.de enthält, sodass ich auf eine böswillige Seite gelockt werde unter einem Vorwand. Ja. Und das ist ja natürlich schon problematisch. Was jetzt aber auch passieren kann, ist, dass ein böswilliger Anhang mit drin ist. In der PDF-Datei oder in der JPEG-Datei ist das jetzt nicht so wahrscheinlich. Aber in der Doc-Datei zum Beispiel können Makros enthalten sein. Makros sind komplexe Befehle, die im Rahmen von Microsoft Word ausgeführt werden können. Und das sind so komplexe Befehle möglich, dass auch ein Eingriff auf das zugrunde liegende System, das Betriebssystem Windows, möglich ist. Wenn ich jetzt also so eine Word-Datei mit einem Makro bekomme und ich lade die aus der E-Mail raus quasi herunter und öffne die Datei und Word fragt mich, ob ich Makros wirklich zulassen will und ich sage ja, dann kann fast jede Art von Befehl ausgeführt werden. Unter anderem zum Beispiel der Befehl, von irgendeinem Server im Internet eine Software herunterzuladen und zu starten, die meinen Rechner jemandem anderen zugänglich macht, ja, und der Kontrolle eines anderen unterwirft quasi. Und deswegen ist es so, dass E-Mail-Programme häufig Excel- und BAT-Dateien verbieten, weil dann einem die Leute wenigstens nicht direkt per Mail das Programm schicken können, das den Rechner knechtet quasi. Aber Doc-Dateien sind häufig immer noch eine Angriffsfläche. Deswegen muss man vorsichtig sein im Umgang mit E-Mails. Es wird auch inzwischen, wir schauen uns das im Bereich Security mal ein bisschen an, es wird inzwischen auch wirklich an E-Mails rumgeschneidert und sie auf eine Person konkret gezielt abzuschicken. Ja, also es gibt ja diese zwei Begriffe, Phishing und Spearphishing. Und Phishing ist so, ich habe eine E-Mail und da sage ich, ich bin ein reicher Prinz und ich muss meine Milliarden von Euro in Sicherheit bringen. Willst du mir nicht helfen dabei? Diese Milliarden Euro packe ich dann auf dein Konto und dann nehme ich nur die Hälfte und wir haben es beide nach Deutschland geschafft. Und wenn man darauf antwortet, dann sagt er einem, ja, ich will dir das Geld schicken, aber du musst erstmal 1.000 Euro auf dieses Konto überweisen, damit ich sicher sein kann, dass dein Konto funktioniert. Und dann überweist man diese 1.000 Euro und dann ist es vorbei, dann hat man nichts mehr von denen. Und wenn die jetzt irgendwie eine Milliarde E-Mails verschicken und von 1.000 Leuten sagt einer ja, dann sind das immer noch eine Million Leute. Und deswegen lohnt sich das, wenn man so ein breites Netz von E-Mails auswirft und irgendjemand wird sich da schon verfangen. Andersherum, Spearphishing ist so, ich gucke mir genau an wen ich die schicke und passe diese E-Mail auf genau eine Person an. Also wie ich mit einem Speer nach einem Fisch suche und versuche ihn zu kriegen, suche ich in diesem Fall im Internet quasi nach dieser einen Person und versuche die zu erwischen. Und da sind die Erfolgschancen auch recht hoch, weil wenn ich mich lange genug hinsetze und diese Person gründlich genug untersuche, ja, wenn ich sage, hey, ich habe diesen Betrieb gesehen, und da gibt es diese eine Person, an die möchte ich rankommen, bei der gehe ich davon aus, dass sie sich technisch nicht so gut auskennt und weiß, dass sie jetzt irgendwie zum Beispiel den Börsengang planen. Ja.
Und dann schicke ich dieser Person eine E-Mail und sage, hey, du arbeitest doch im Bereich XY. Ja, ich will jetzt keinen Bereich, keine Bereiche als IT-Fern abstempeln. Aber sagen wir mal, du arbeitest auch im Bereich XY, da betrifft sich der Börsengang auf folgende Weise. Bitte öffne mal diese Word-Datei, da sind weitere Anweisungen. Ja, und wenn man dann mit Namen angesprochen wird und unten ist der Absender und die Signatur vom Chef drin und es passt irgendwie gerade in den Kontext, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sagt, ja natürlich will ich die Makros auch lesen, sonst kann ich ja die Anweisungen gar nicht befolgen. Und dann gibt man auch Makros und dann wird dieses Programm installiert und dann hat man den Salat. Genau. Deswegen also Phishing und Spearphishing, beides ein Problem. Und dann habe ich hier noch diesen einsamen Pixel stehen. Ein einsamer, ganz alleine. Ein einziger Pixel. Wofür ist der da? Wenn man Werbemails bekommt, dann ist es so, dass die Firmen, die diese Werbung betreiben, in die E-Mail eine Anweisung packen, dass für die Darstellung der E-Mail ein Bild nötig ist. Und dieses Bild ist ein Pixel groß. Und was jetzt passiert ist folgendes, die E-Mail kommt also bei mir an und mein Programm will mir diese E-Mail zeigen und dann erfährt mein Programm, okay, hier gibt es ganz viel Text und Anweisungen, wie der Text auszusehen hat und es muss dieses Bild runtergeladen werden. Das Programm sagt, okay, dann lade ich dieses Bild runter, während ich die E-Mail darzustellen versuche und da das Bild nur ein Pixel groß ist, geht das super schnell. Ich muss aber bei dem Server von dem, der die E-Mail verschickt hat, anfragen und sagen, hey, schick mir mal dieses Pixelbild. Und der Server schickt mir dieses Pixelbild auch und weiß dann aber auch, welche IP-Adresse ich hatte, weil sonst kann er mir das nicht schicken, weiß wann und eventuell sogar mit welchem Programm ich dieses Pixelbild angefordert habe. Und wenn der Werbetreibende jetzt oder der Versender dieser Mail für jede E-Mail-Adresse, an die er eine E-Mail schickt, ein solches Pixelbild hinterlegt mit einem eigenen Namen, ja, irgendwie 123A5B4XYZ34488563 ist der Nutzer XY, und dann wird genau dieses Bild abgefragt, weil es, okay, der Nutzer XY hat in Kanada um 13.45 Uhr dieses Pixelbild abgerufen und dann weiß ich, okay, wer hat wann diese E-Mail geöffnet und versucht anzuzeigen. Und deswegen wird bei E-Mail-Programmen aus Datenschutzgründen standardmäßig kein Bild geladen. Genau. Hier mal ein E-Mail-Header, ja, wenn ihr euch den anschaut. Wir haben hier ganz oben den Absender, ja. Und dann kommt hier die Kette quasi von Mail-Servern, über die E-Mail verschickt wurde. Na, also ein E-Mail-Server sagt, hey, mein Nutzer will eine E-Mail verschicken. Wer von euch kann denn eine Verbindung zu dem Mail-Server von dem Empfänger herstellen? Ja, und dann sagt einer so, ja, ich kann das machen. Und dann kriegt er die E-Mail und dann sagt er, hey, ich will dem Typen da hinten die E-Mail schicken, wer von euch kann die denn weiterleiten? Und dann entsteht da so eine spontane Kette quasi von Leuten, die diese E-Mail untereinander weiterleiten. Und die landen dann alle hier drin. Dann haben wir hier noch das Datum und den Betreff. Ja? Und da ist es ganz interessant zu sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem System das Datum fälsche und sage, okay, die E-Mail hätte ich eigentlich heute abschicken müssen. Und zwar heute bis 12 und ich habe sie erst, jetzt ist es aber 17 Uhr. Was mache ich denn? Ich stelle das Datum von meinem Rechner zurück auf gestern. Und dann steht in der Mail das Datum von gestern. Da. Ja. Und dann ist aber das Problem, dass die Server, die unterwegs die E-Mail bekommen haben, einen eigenen Zeitstempel setzen. Und auf den habe ich keinen Einfluss. Ja, wenn man dann also in den Quelltext von der E-Mail schaut, dann sieht man ganz schnell, von wann dieses Datum ist. Genau, dann gibt es noch ein Subject, das kennen wir alle. Ne? Also wir geben das Subject ein und dann steht es halt da. Darunter ist die Message-ID. Und die ist interessant, weil die Message-ID, die macht diese E-Mail erstens eindeutig erkennbar und zweitens verknüpft sie diese E-Mail mit anderen E-Mails, die vorausgegangen sind. Und so weiß euer E-Mail-Programm, welche E-Mails zusammengehören und sozusagen einen Kommunikations-Thread bilden, einen Faden der Kommunikation. Und dadurch kann man nicht nur anzeigen, wie diese E-Mails quasi, welche E-Mails Antworten sind und ob es aktuellere E-Mails als die E-Mail gibt, auf die man gerade antwortet und solche Geschichten, sondern später in der Forensik, wenn man also schauen will, wer wem wie viele E-Mails geschickt hat, ja, also wenn es gerade so kartellrechtliche Streitigkeiten gibt
und jemand einen großen Datensatz rausgeben muss, dann kann man da reingucken in den Datensatz und sagen, hey, ich habe diese E-Mail-Dateien von den ganzen Nutzern, von den ganzen Nutzern dieser Firma und ich möchte da jetzt reingucken und ich will wissen, wer wem wann wie viele E-Mails geschickt hat. Und über diese Message-ID kann ich gucken, wer wem wann etwas geschickt hat. Ja, ihr seht hier unten steht nämlich in reply to. Da. Und dadurch kann ich dann die E-Mails quasi untereinander verknüpfen und kann so E-Mail-Familien aufbauen. Ja, und dann kann man, dann gibt es Programme, die so dreidimensional darstellen, wer wie viele E-Mails geschickt hat. Ja, da gibt es so eine große Kugel und dann wird er in der Nähe von den Leuten gesetzt, die viel mit ihm kommunizieren und dann werden so Verbindungen gezogen, ja, und die dickeren Balken sind quasi eine stärkere Verbindung und dann weiß man halt, wer wie viele E-Mails an wen schickt. Und wenn man sich das dann über die Zeit anguckt und sagt, okay, von 2013 bis 2017 gab es hier ein Kartell und vor 2013, also vor dem Kartellzeitraum, haben die eigentlich nie miteinander gesprochen. Und nach dem Kartellzeitraum auch nicht so richtig, im Kartellzeitraum haben sie sich voll viele E-Mails geschickt. Und dadurch kann man dann Rückschlüsse ziehen und sich den Verkehr, diesen E-Mail-Verkehr genauer anschauen. Ja, genau. Und hier sieht man dann, was man in den Von-Bereich eingegeben hat und was sozusagen als Empfänger eingegeben wurde. Und man kann auch den Content-Type angeben. Man kann also sagen, hier, ich verschicke nur reine Text-Mails, ich bin total ungefährlich oder das ist ein HTML-Mail. Wenn du die sehen willst, musst du die aber auch in HTML öffnen. Genau, und dann haben wir unten den eigentlichen Body von der Mail. So, das war's schon. Auch da gibt es Probleme. E-Mail war, wie ich schon gesagt hatte, eigentlich gar nicht dafür gedacht, HTML darzustellen. Und was jetzt in der E-Fail-Lücke quasi passiert ist, ist folgendes. Ja, ich kann jemandem einen Link in meine E-Mail schicken. HTML funktioniert, das ist HTML-Link 1a. Ich habe hier in den Spitzklammern habe ich den Befehl hier, mach daraus bitte einen Link. Zwischen den Tags, also dem eröffnenden und dem schließenden Tag quasi, da sollst du hier zeigen, da sollst du diesen Text, der dazwischen eingeschlossen ist, den sollst du als Linktext zeigen. Ne? Und das eigentliche Ziel, das steht hier. Und da kann man schon Schindluder treiben. Ja, einerseits kann man das schön machen. Ja, man klickt hier auf freie Online-Enzyklopädie und kommt dann direkt auf wikipedia.org. Man kann auch Schindluder treiben und hier deutschehank.de schreiben und dort, wo der User das sieht, aber deutschebank.de. Gemeinheit. Was man aber noch machen kann, ist, wenn es um verschlüsselte E-Mails geht, Folgendes zu machen. Wenn man es schafft, eine verschlüsselte E-Mail von einem Empfänger abzufangen, dann kann man sich diese verschlüsselte E-Mail nehmen und die in so einen Link reinstecken. Ja. Also ich sage www.nurisböserserver und dann diesen ganzen verschlüsselten Text da reinpacken, mit der Bitte, den zu entschlüsseln und dann den Link schließen. Und was jetzt passiert ist, das Mail-Programm öffnet jetzt also diese HTML-Mail und sagt, oh, ja, ich muss ja diesen Link hier öffnen oder dieses Bild darstellen, ja, und deswegen mache ich diesen Link hier voll, aber bevor ich ein Bild von dieser Seite abrufen kann, zum Beispiel so ein Pixelbild, muss ich ja erstmal diesen Link aufrufen. Aber damit ich diesen Link aufrufen kann, muss ich erst noch diesen Inhalt entschlüsseln. Oh, zufällig habe ich aber auch den privaten Schlüssel, um das zu entschlüsseln. Jetzt entschlüssele ich das und packe diesen ganzen E-Mail-Text mit in diesen Link rein. Ja? Liebe Erna, komm am Freitag zum Kuchen, ja? Um 12. Und dann rufe ich den Link auf, www.fieser-server, dann / liebe Erna, komm am Freitag um 12 zum Kuchen. Und das führt dann dazu, dass derjenige, der diesen bösen Server betreibt, einen Link aufrufen bekommt, einen Aufruf für diesen Link und er sagt mir, das geht auf jeden Fall schon mal an meine Domain. Dieses genaue Bild habe ich nicht, ich gebe einfach dieses Standardbild raus und merke mir aber sehr genau, welcher Name abgerufen wurde. Und dann hat man plötzlich von dem Programm, das diese E-Mail eigentlich schützen sollte, frei Haus die E-Mail entschlüsselt und geliefert bekommen. Genau, also wir haben hier einen Client. Ja, da ganz hinten, ich mache schon rüber. Wir haben hier also diesen Client und der sagt, hey, ich möchte diese E-Mail entschlüsseln, aber dafür muss ich hier beim Server den Link abrufen. Und damit ich beim Server den Link abrufen kann, muss ich den Link erstmal entschlüsseln und schicke ihn dem Server.
Und der Server sagt, oh ja, kein Problem, gebe ich den zurück. Das Bild wird darstellbar, aber gleichzeitig weiß der Server, welcher Link abgerufen wurde. Das ist natürlich behoben inzwischen, aber grundsätzlich gilt trotzdem, HTML hat in Kombination mit E-Mail so viele Schwierigkeiten und potenzielle Lücken, dass es besser ist, E-Mails grundsätzlich nur im Text zu lesen. Was nie jemand machen wird, weil das so nervig ist. Ich kenne aber Leute, die das machen. Oh Mann, das ist eine gute Idee. Okay. SMTP. SMTP steht für Simple Mail Transfer Protocol. Ja, und ich benutze das, wenn ich eine Mail versenden will. Und wie funktioniert das? Also, ich habe einen E-Mail-Provider und der bietet mir eine E-Mail-Adresse an, hält die für mich vor, empfängt an diese E-Mail-Adresse E-Mails, legt die für mich ab und hält sie für mich zum Abruf bereit. So, jetzt will ich eine E-Mail verschicken. Und was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich habe also meine wunderschöne E-Mail und dann melde ich mich bei meinem E-Mail-Provider und schicke eine SMTP-Anfrage an. Ja? Und ich sage, hey, E-Mail-Provider, ich möchte eine E-Mail verschicken an XY. Der Mail-Server erfragt den Mail-Exchanger-Record beim DNS-Server. Was macht er also? Der Mail-Provider, der sagt, du willst also an xy@mailpostfach.de eine E-Mail schicken. Dann gucke ich mal beim DNS-Server, ob es für e-mailpostfach.de, also diesen Anbieter, diese Domain, ob es da einen Mail-Exchanger-Record gibt oder auch MX-Record. Und wenn er den findet, dann sagt er, okay, cool, ich weiß jetzt, an welche IP-Adresse ich das schicken muss und nehme dieses E-Mail-Paket und ich weiß sogar nicht nur, dass es eine IP-Adresse gibt, sondern wahrscheinlich sogar mehrere. Ja, und dann sage ich, hey, ich will meine E-Mail an diese IP-Adresse schicken. Ich gebe dir also das Internet rein, das Internet leitet die weiter. Wir haben uns das ja schon angeguckt im Rahmen von TCP und IP. Das Internet leitet die weiter und es landet dann bei der IP-Adresse. Oder das Internet meldet, oh, IP-Adresse nicht erreichbar. Dann nehme ich die zweite IP-Adresse, die in dieser Liste ist, und schicke das an die. Und dann läuft es wieder durchs Internet und hoffentlich kommt es an. Ja, große Provider haben dann gleich eine ganze Latte von IP-Adressen, kleinere Provider eher nicht. Genau, und sobald einer gemeldet hat, hey, ich habe die Mail angenommen, ist alles gut, Mail ist da. Und der Mail-Server, zu dem die gehen sollte, der speichert die E-Mail ab, bis der Nutzer per POP3 oder IMAP es abholt. Und wie funktioniert das? Schauen wir uns das mal an. POP3 und IMAP. POP steht für Post Office Protocol und IMAP steht für Internet Message Access Protocol. Es gibt Unterschiede zwischen den beiden Protokollen. Schauen wir uns die mal an. POP bedeutet, der Client meldet sich beim Server und sagt, hey, E-Mail-Provider, ich hätte gerne alle aktuellen E-Mails, die so für mich da sind. Ja, und dann lade ich die Mails alle auf meinen Rechner runter, auf meinen Client. Ja, die sind dann vor Ort auf meinem Rechner und wenn die Internetverbindung abgekappt wird, quasi sind die Mails gespeichert und ich kann sie mir jederzeit anschauen. Wenn ich jetzt irgendwas ändere, ich erstelle Verzeichnisse und schiebe die Mails in Verzeichnissen hin und her und ich kopiere einzelne Mails in verschiedene Verzeichnisse und benenne Verzeichnisse um und so, das kriegt der Server alles nicht mit. Das passiert alles lokal auf meinem Rechner. Es gibt nur die Option, auf dem Server vorzuhalten, welche E-Mails bisher abgerufen wurden, sodass ich sagen kann, hey Server, ich will nur die neuen E-Mails, die ich bis jetzt noch nicht abgerufen habe. Und es gibt die zweite Möglichkeit zu sagen, wenn ich bei mir lokal Mails lösche, zum Beispiel 100 Spam-Mails, dann macht der Server das auch, sobald der nächste Kontakt aufgesetzt wird. Und das Protokoll ist dafür gedacht, dass man für den Zeitraum, in dem man Internet hat, diese Verbindung nutzt, um Mails herunterzuladen und dann aber nicht mehr auf eine Verbindung angewiesen ist. Und dafür ist die Nutzung sehr eingeschränkt. Wenn ich jetzt also ein Handy habe und ein Notebook und ein Rechner und ein Tablet und die alle laden diese Mails jetzt runter, getrennt voneinander, dann habe ich vielleicht auf meinem Rechner ein schönes Verzeichnis, wo diese Mails alle abgelegt sind, aber nicht auf dem Server. Und wenn ich jetzt auch mit dem Handy die abrufe, dann habe ich diese Verzeichnisstruktur nicht mehr. Und bei IMAP ist es anders. Bei IMAP ist es so, ich melde mich beim Server und frage den Stand beim Server ab, aber alle Aktionen werden auf dem Server durchgeführt. Das heißt, ich nehme jetzt eine E-Mail und schiebe die in einen frisch angelegten Ordner, dann wird das auf dem Server gemacht. Und das nächste Mal, wenn ich zum Beispiel mit dem Handy auf dem Server nachschaue, dann sind die E-Mails in dem Zustand, wie ich sie beim letzten Mal hinterlassen habe.
Aber wenn ich keine Internetverbindung habe, komme ich auch nicht an meine Mails. Schauen wir uns das mal an. Also, das hier ist mein Client. Ja? Und ich habe eine wunderschöne IP-Adresse, 127.0.1, das ist eine aus dem privaten Adressraum. Und ich habe hier oben einen Empfänger. Ja, da. Und jetzt möchte ich, dass von dem Rechner hier hinten, ja, von dem Versender, die E-Mails bei dem Empfänger ankommen. Da. Was mache ich jetzt? Als erstes melde ich mich bei meinem Mail-Server und sage, hey Mail-Server, ich möchte dem Empfänger hier eine E-Mail schicken. Ja, der Mail-Server schaut beim DNS-Server nach, wie die MX-Records für den E-Mail-Provider des Empfängers aussehen und bringt das in Erfahrung und sagt, hey, E-Mail-Provider des Empfängers, ich hätte da eine E-Mail für dich. Nimmst du die an? Und wenn der Mail-Provider vom Empfänger nicht allzu sehr beschäftigt ist, nimmt er sie an und es entsteht eine Verbindung und die Mails werden weitergeleitet. So, was jetzt also passiert ist, der Versender gibt dem Provider Bescheid und sagt, hey Provider, ich habe hier diese Mail, schick die bitte ab. Ja, und die wird dann beim Provider im Speicher abgelegt quasi und der Provider sagt, okay, ich habe hier eine Mail, die muss ich mir gut merken, nicht verlieren, und die ist für den Empfänger. Und jetzt finde ich heraus, wer der Mail-Provider von dem Empfänger ist und schicke sie dem. Und solange die E-Mail bei dem noch nicht angekommen ist, kann ich nicht melden, dass ich Erfolg hatte. Und dann versuche ich das so lange, bis ich Erfolg hatte und dann markiere ich die E-Mail bei mir quasi als erledigt. Wenn das nicht passiert, nach 24 Stunden kriegt man, oder nach entsprechenden Intervallen, je nachdem wie der Provider das eingestellt hat, kriegt man dann eine Meldung und sagt, die Mail konnte nicht zugestellt werden. Das passiert manchmal. Aber wenn alles klappt, dann landet die jetzt hier bei dem Mail-Provider von dem Empfänger. So, das ist jetzt aber nicht der Empfänger selbst, ne? Das ist nur der Mail-Provider. Der Mail-Provider sagt, okay, der Empfänger wohnt jetzt nicht bei mir in meinem Server drin, deswegen lasse ich die E-Mail bei mir im Server und wenn der Empfänger sich mal meldet, um seine Mails abzurufen, hier, ja, der Empfänger, dann gebe ich sie. Ja, also jetzt kommt dann irgendwann der Empfänger, das kann in derselben Sekunde passieren, das kann eine Woche später passieren oder ein Jahr später, kommt der Empfänger und meldet sich und sagt, hey, Mail-Provider, du hast doch diese E-Mail-Adresse, die du für mich verwaltest, ich würde gerne mal sehen, welche E-Mails bei dir liegen für mich. Ja, und nimmt Kontakt auf. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Er kann das entweder per POP3 machen oder per AIM. Ja, POP3 bedeutet, er lädt jetzt alle neuen E-Mails oder im Zweifel alle, wenn er ein frisches System aufgesetzt hat, runter zu sich auf den Rechner. Ja, die sind dann hier auf dem Rechner gespeichert. Oder er nimmt IMAP und stochert im Server rum. Ja, die Mail bleibt in den Server und er guckt sie sich dort an und bearbeitet sie und verändert sie und kopiert sie irgendwo hin und archiviert sie, was auch immer. Und der Zustand bleibt aber dann so, wie er ihn auf dem Server hinterlassen hat. Im Gegensatz zu POP3, wo es so wäre, dass die Mails bei ihm auf seinem Rechner sind und er beschäftigt sich gar nicht mehr mit dem Server und er braucht auch diese ganze Verbindung nicht mehr. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Problematik. Ja? Also dadurch, dass wir jetzt HTTPS als brutalen Standard haben, ja, niemand kann eigentlich mehr sinnvoll etwas anderes als HTTPS verwenden. Wir reden im Bereich IT-Security dann nochmal ein bisschen darüber. Aber da das ein absoluter Standard ist und E-Mails entweder über HTTPS oder über eine verschlüsselte Verbindung mit E-Mail-Programm quasi ausgetauscht werden zwischen Provider und Nutzer, ist diese Verbindung hier, Moment, diese Verbindung hier, die ist stabil verschlüsselt. Ja? Da kommt man nicht gut ran. Und auf der anderen Seite, hier vorne beim Empfänger, ja, da ist die Verbindung zwischen Empfänger und seinem E-Mail-Postfach ebenfalls verschlüsselt. Ja, außer der hat irgendwie was ganz Privates zusammengedengelt. Ja, nicht so. Aber wenn man das Standard-E-Mail-Provider nimmt, dann ist die Verbindung hier verschlüsselt. Auch egal, ob das POP3 ist oder IMAP, diese Verbindung ist verschlüsselt. Auch schwer zu knacken. Theoretisch sollte es so sein, dass die Verbindung zwischen Mail Provider Nummer 1 und Mail Provider Nummer 2 ebenfalls verschlüsselt ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Es gibt Mail Provider, die ihre Server nicht so eingestellt haben, dass sie bereit sind, die E-Mails verschlüsselt zu empfangen. Jetzt nehmen wir mal an, der Empfänger, der Provider des Empfängers, der hat seinen Server, das ist ein Legacy-Server, der kann jetzt keine verschlüsselten E-Mails annehmen.
Und der Mail-Provider Nummer 1 von dem Versender, der würde aber schon gerne verschlüsselt verschicken. Jetzt hat er die Wahl. Entweder er schickt dem hier die Mail verschlüsselt und der sagt, kann ich nicht. Hab nicht mal ein Public Key. Ich weiß nicht, mit was du das verschlüsselt hast. Ja. Nimmt die jedenfalls nicht an. Und dann steht der vor der Wahl, okay, lasse ich mich jetzt auf das Sicherheitsniveau von dem Empfänger-Mail-Server herab. Da ist die Mail aber unverschlüsselt und geht einmal durch den ganzen Äther. Oder lasse ich mich nicht darauf herab und melde dann dem Versender, sorry, ich konnte deine Mail nicht zustellen, weil ich sie nicht verschlüsseln konnte. Hätte ich sie nicht verschlüsselt, hätte ich sie eigentlich locker schicken können. Und so ist es, dass in der absoluten Regel die E-Mails dann, wenn es sein muss, unverschlüsselt verschickt werden. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass wenn man die E-Mail nicht schon ganz am Anfang auf seinem eigenen Rechner verschlüsselt und als Kauderwelsch quasi rausschickt und dann ist es egal, wo irgendjemand anders drauf zugreift, der kann die nicht entschlüsseln, wenn er nicht sozusagen der Berechtigte ist, ist es so, dass man auch davon ausgehen muss, dass in dieser Verbindung die E-Mails im Klartext verschickt werden. Deswegen sind E-Mails nach keinem Standard sicher, absolut unsicher. Quasi wie Postkarten, nur dass die außerdem noch maschinenlesbar sind und Geheimdienste zum Beispiel imstande sind, 1 Million E-Mails gleichzeitig zu lesen. Ja, also es gibt keine Leute, die imstande sind, 1 Million Postkarten gleichzeitig zu lesen. Also ist eine E-Mail sogar noch unsicherer als eine Postkarte. Und wer jetzt sagt, er hat nichts zu verbergen, ist auch jemand, der ohne Kleidung auf die Straße geht. jedenfalls ist diese Verbindung dann unsicher. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder